Zack, ist wieder Freitag. Was sagt die Woche so im Rathaus an? Das Thema Starkregen beschäftigt den Bauhof natürlich noch sehr stark. Der Bauhof ist in den Ortsteilen und auch hier in Volkach unterwegs, beseitigt Schäden und auch werden Verbesserungen durchgeführt, gleich wo Schäden waren. Zum Beispiel hier gibt es jetzt ein ganzes Stück größeres Durchlassrohr, damit beim nächsten Mal das auch besser funktioniert. Und die Gräben wurden instand gesetzt, etwas vergrößert und gleichzeitig auch noch mit Flussbausteinen versehen, damit das Wasser hier nicht komplett durchrauscht. Dann in Sachen Klimakonzept tut sich auch was. Mit der Klimamanagerin haben wir ein Umweltbüro ausgesucht, das uns bei der Treibhausgasbilanz eben unterstützt. Da waren Ausschreibungsverfahren vorgeschaltet. Wir hatten Besprechungen mit dem Bauhof zu verschiedenen Projekten in der Stadt und den Stadtteilen. Es war in Kitzingen von der Mainsteifenbahn Infrastrukturgesellschaft wieder die turnusgemäße Projektsitzung. Wir haben uns auch von der ILE Mainschleife Plus wieder zusammengesetzt, diesmal in Eisenheim. Da ging es auch um das Thema Starkregen und interkommunale Zusammenarbeit mit sogenannten Schwammstädten. Wir hatten dann noch VG-Sitzung und Schulverbandssitzung, da ging es um den Haushalt 24. Und wir hatten für den Feldgeschworenentag 2025 die erste Vorbesprechung. Dann war ich noch beim kommunalpolitischen Stammtisch in Fahr und am Freitag war Mitgliederversammlung vom Förderverein, gerade eben Förderverein Volkacher Bäder und Helfereinsatz im Freibad. Da wird gerade fleißig ausgeräumt. Ich wünsche euch ein schönes EM-Wochenende und vielleicht sieht man sich ja auch irgendwo mal auf einem von unseren vielen Festen.